Herzlich willkommen im Dauerwald. Mein Name ist Wilhelm Bode und ich war Leiter der Saarländischen Forstverwaltung und auch gleichzeitig NABU-Waldsprecher auf Bundesebene. Heute möchte ich mit Ihnen in den Wald gehen und ich habe dazu ausgesucht den Staatswald des Landes Mecklenburg-Vorpommern und ich möchte Ihnen anhand dieses Waldes und seiner Bewirtschaftung zeigen, dass man noch einiges verbessern kann im deutschen Wald. Einen schönen guten Tag. Heute begrüße ich Sie in einem der schönsten Wälder von Mecklenburg-Vorpommern, ein Laubmischwald. Und ich habe ihn deswegen gewählt, weil ich bei meinem letzten Video Ihnen ganz furchtbare Bilder von Kiefern- und Fichtenmonokulturen gezeigt habe. Und ich meine, ich sollte der Ehrlichkeit halber Ihnen auch Wälder zeigen, die noch ganz schön sind. Und wir stehen hier am Waldeingang und Sie sehen hier rechts ein Schild, da steht drauf: Dieser Wald ist anders, nachhaltig bewirtschaftet und zertifiziert. Und dieses Zertifikat, das heißt PEFC und Unterschrift ein Glück für unseren Wald. Fragen Sie nach Holz mit diesem Siegel. Also Sie sehen schon, dieser Wald muss ganz besonders gut und nachhaltig bewirtschaftet werden. Und da wollen wir doch jetzt mal reingehen in den Wald und schauen, was mit diesem Laubmischwald geschieht. Wir sind jetzt gerade 30 Meter in den Wald hineingegangen auf dem Weg und jetzt sind wir hier an dem ersten Maschinenweg, der den Wald zerschneidet. Der ist vor circa 2 Jahren hineingelegt worden und man sieht, dass die Äste so allmählich bereits wieder in den Maschinenweg hineinwachsen, aber dennoch hat das natürlich einen großen Schaden verursacht, denn auf diesem Maschinenweg fahren tonnenschwere Maschinen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie weit der nächste Maschinenweg entfernt ist. Ich gehe jetzt mal hin und zähle die Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Ja, 20 Meter von Linie zu Linie. Das heißt, wenn ich das auf einen Hektar hochrechne, sind hier 20% des Waldbodens durch Maschinen verdichtet worden. Fachlich spricht man dann von einem anthropogenen Festboden, der sich durch nichts unterscheidet von dem Boden unter einer Autobahn oder unter einer Flughafenlandebahn. Mit anderen Worten, hier wurde der Wald umgewandelt und zwar zu einem Fünftel in anthropogenen Festboden, in dem es kein Bodenlebewesen mehr gibt. Wir sind gerade 20 Meter gegangen und schon sind wir an der nächsten Maschinenweg. Es handelt sich tatsächlich um 20% des Waldbodens dieses schönen Laubmischwaldes, der in anthropogenen Festboden verwandelt wurde. Und das übrigens ohne jede Genehmigung. Sie brauchen in Deutschland für jeden Mist eine Genehmigung. Nur der Förster im Wald braucht keine, wenn er hier Waldflächen umwandelt in anthropogenen Festboden. Man sieht, dass wir hier in einem Laubmischwald sind. Der bestand ursprünglich mal aus den Bäumen, die Sie jetzt noch sehen. Das sind vor allen Dingen hier hinter mir die Erle. Dann kommen einige Eichen und auch noch eine Birke. Und dann wieder eine starke Eiche. Und Sie sehen, dass der Wald schon relativ lückig geworden ist in den Kronen. Das liegt daran, dass wir eine schlimme Krankheit in Deutschland haben, nämlich das sogenannte Eschentriebsterben. Das wird verursacht von einem kleinen asiatischen Pilz, der über die Globalisierung eingeschleppt worden ist. Und unsere heimischen Eschen können mit diesem Pilz nicht leben. Das heißt, sie sterben allmählich ab. Und hier sind ganz viele Eschen bereits aus dem Wald herausgehauen worden. Dieses ist nämlich ein ganz besonderer Wald. Es war der eschenreichste Wald Deutschlands. Mehr als 15% der Bäume waren hier Eschen. Und das ist schon etwas Ungewöhnliches. Und heute finden wir kaum noch eine Esche. Wir stehen hier an einer der Eschen, die noch etwas lebt. Sie sehen, dass noch einige Zweige grün sind. Und der Fehler, den die Forstwirtschaft in Deutschland macht, ist, dass sobald eine Esche Krankheitszeichen zeigt, dass man sie dann schon entnimmt. Dabei gibt es nur eine einzige Möglichkeit, damit die Eschen sich an diesen Pilz gewöhnen können, wie in Asien, wo die Eschen nämlich auch an den Pilz gewöhnt sind.
nämlich sie stehen zu lassen in der Hoffnung, dass einige Eschen gegen ihn immun sind und überleben oder eben sich auch wieder voll begrünen, so wie diese, die möglicherweise in einigen Jahren sich wieder voll begrünt. Und gegenüber steht eine alte Esche, die ist voll grün. Das heißt, es gibt Eschen in Deutschland, die nicht von dem Pilz hinweggerafft werden, sondern die den Pilz überleben können. Und auf diese müssen wir setzen, wenn wir unsere heimische Esche erhalten wollen. Auch hier stehen zwei Eschen, die noch voll begrünt sind. Und auch gegenüber in dem Wald sehe ich wieder eine Esche, die auch voll begrünt ist. Das heißt, es gibt immer wieder Eschen, die den Pilz offenbar überleben können. Und wir wollen hoffen, dass sich von diesen Eschen der Eschenwald der Zukunft wieder aufbaut. Wir sind hier auf einem Standort, auf dem die Esche von Natur aus sehr wuchskräftig ist. Das ist auch der Grund, warum es hier so viele Eschen gab von Natur aus. Denn die Esche ist ein Grund, die liebt grundwassernahe Standorte. Und das hier ist ein Standort, wo das Wasser sehr hoch ansteht. Doch was geschieht hier? Wir sehen hier eine künstliche Entwässerungsanlage, die die Forstwirtschaft angelegt hat. Das heißt, das Wasser wird systematisch aus dem Wald herausgebracht und das setzt sich jetzt auf der anderen Seite des Weges fort. Und Sie erkennen schon an der Gradlinigkeit dieser Gräben, dass die von Menschenhand gemacht sind. Und Sie sehen, dass sie immer voll mit Wasser stehen und dazu dienen, den Grundwasserstand abzusenken. Und genau das mag die Esche nicht. Die Eschen waren gewohnt an einen hohen Grundwasserstand und indem der Grundwasserstand abgesenkt wurde, hatte der Pilz mit den Eschen ein leichtes Spiel. Wir könnten auch sagen, alle Krankheiten, die im Wald heute zu beklagen sind, haben einen systemischen Grund, nämlich in Fehlern der Forstwirtschaft. Wir stehen hier an dem Entwässerungsgraben und hinter mir sehen Sie im Grunde genommen, was die Folge ist. Hier ist dann fast 80% der Eschenwald komplett vor 5 Jahren abgestorben und musste genutzt werden. Und man hat keine kränkelnden Eschen mehr stehen lassen. Die Folge ist, hat sich jetzt eine Naturverjüngung aus Birke und aus Erle eingesetzt und auch einigen Ahorn. Aber Eschen kann ich im Moment nicht erkennen. Das heißt, sehr deutlich ist das Bild eines bereits systemisch geschädigten Standortes für die Esche. Hier kann sie natürlich leichte Beute des asiatischen Stängelbecherpilzes werden. Sie sehen, wir sind hier auf einem Weg, der zu einem Waldsee führt und der von der Bevölkerung stark angenommen wird. Hier gehen also alte Menschen und Familien mit den Kinderwagen und Spaziergänger zu dem Waldsee. Und jetzt zeige ich Ihnen mal den Weg. Und Sie sehen, der Weg ist gerade frisch gemacht, vor 3 Jahren. Und Sie sehen, mit einem völlig untauglichen Wegebaumaterial. Scharfkantige Splitt, auf dem man kaum noch gehen kann. Ich gehe hier seit 12 Jahren mit meinem Hund spazieren und kann Ihnen sagen, nachdem der Weg gemacht wurde, ist nur noch die Hälfte der Bevölkerung hier jetzt anzutreffen. Es war also eine wirksame Maßnahme, die Bevölkerung des nahegelegenen Ortes aus dem Wald zu halten. Alte Leute treffen Sie hier gar nicht mehr. Ja, wir stehen hier wieder an dem Weg und Sie sehen, links und rechts vom Weg sind die sogenannten grünen Bankette und die sind gemäht worden. Warum, weiß ich auch nicht. Ich darf aber sagen, mit Ihrem Steuergeld. Völlig sinnlos, obwohl ja im Wald gerade solche Bankette für die Insektenvielfalt, insbesondere die Schmetterlinge, von großer Bedeutung sind. Ich verstehe nicht, warum hier Geld ausgegeben wurde, im Staatswald, also in dem Wald der Bürger Mecklenburg-Vorpommerns, um die Bankette zu mähen. Und auch überhaupt, der Weg, der ja gerade frisch gemacht worden ist vor wenigen Jahren, ist meines Erachtens völlig falsch angelegt. Das heißt, er hat kein sogenanntes Rundprofil, das das Wasser nach links und rechts wegschafft. Stattdessen müssen links und rechts große, tiefe Trapezgräben angelegt werden, um das Wasser wegzuführen. Und ja, Sie sehen auch wieder den Rollsplitt obendrauf, der praktisch nicht begehbar ist.
Sie interessiert vielleicht, wie man einen richtigen Waldweg bauen würde. Dann würde man ein kleines Rundprofil anlegen mit einem sogenannten Gräder. Das ist ein Spezialgerät, mit dem ein Wegoberkörper profiliert wird. Und dann würde darauf dieser Rollsplitt gemacht. Aber dann anschließend würde man ihn mit einer Wasserbindung verdichten und mit einem feinen, ganz feinen Splitt absanden. Eine sogenannte Verschleißschicht. Und die wäre dann wunderbar begehbar und ließe sich auch gut pflegen. Dieser Weg ist schon demnächst wieder kaputt. Ich hatte Ihnen bei meinem letzten Video furchtbare Bilder gezeigt von Kiefern und Fichtenmonokulturen, die alle in einer Fichtenkatastrophe enden. Hier zeige ich Ihnen einen Buchenwald, der ebenfalls in Reihe und Glied gepflanzt wurde, als Düsterwald, wie wir sehen. Das heißt, er unterscheidet sich nur dadurch, dass er aus Laubbäumen besteht, von den Katastrophenbildern, die ich Ihnen im letzten Video gezeigt habe. Natürlich sind die Buchen, gepflanzt wie diese hier, etwas stabiler als Fichten- und Kiefernmonokulturen. Aber krank können sie auch werden. Die Herausforderung der Zukunft ist, aus solch einem Wald, wir sprechen hier von einem sogenannten Altersklassenwald, weil alle Bäume gleich alt sind. Aus einem solchen Altersklassenwald also einen naturgemäßen Wirtschaftswald zu erzeugen. Und das geht mit ganz anderen Methoden, als die Forstwirtschaft hinlänglich anwendet. Das ist das Ziel der Dauerwaldüberführung, das ich in späteren Videos Ihnen ausführlich erklären werde. Ja, hier ist ein Fichtenhorst und man sieht, die Altfichten sterben allmählich ab. Sie sind schon lückig geworden. Und was setzt sich durch auf diesem Laubholzstandort? Das Laubholz in einer reichen Mischung. Hier sehen wir an erster Stelle mal Hasel und Eberesche, aber auch Ahorn, auch Linde, auch Esche. Das heißt, hier wird es wieder einen kräftigen Wüchschen Laubmischwald geben, ganz von Natur. Und das ist genau der Trick, den der Dauerwaldüberführung ansetzt. Wir arbeiten gewissermaßen mit den natürlichen Wuchspotenzialen des Standortes. Und das zeigt hier, was der Standort will. Er will einen Laubmischwald. Vor 6-7 Jahren stand hier noch ein geschlossener Fichtenwald. Doch dann kamen die herbstlichen, winterlichen Stürme und der Wald brach um wie Streichhölzer. Dann lag der Weg hier zu mit Holz und das Holz wurde aufgearbeitet und dann war hier eine Kahlfläche. Und schauen Sie, was daraus geworden ist. Ein wunderbarer Laubmischwald entsteht, ganz von Natur. Aber was Sie vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen können, da stehen noch einzelne Eichen drin, die aber alle nachwüchsig sind. Das heißt, zwischen den Erlen und den Eschen und den Buchen, die sich hier von Natur aus ausgesät haben, stehen unten drin einige kleine Eichen. Wie kommen die dahin? Der Grund ist ganz einfach. Der Förster hat hier mit ihrem Steuergeld die Fläche eingezäunt, hat die Fläche freigeräumt und hat dann in den Zaun Eichen gepflanzt. Das Geld war zum Fenster rausgeschmissen. Zwar sind noch einige Eichen im Unterholz da, aber er hätte es gar nicht gebraucht, denn die Wuchskraft des Standortes zum Laubmischwald, zu einem sogar stark gemischten Laubmischwald, ist stärker als sein Wunsch, einen Eichenwald zu pflanzen. Sie als Waldfreund kommen an einen solchen schönen, lichten Wald und sagen sich, wie schön das ist. Unten drunter ist das Gras, da kommt überall der Hasel und die Erle. Und da sagen sich, oder auch der Adlerfarn da drüben. Und da sagen sich, ist doch mal ganz schön, wenn der Wald ein bisschen heller ist. Aber was Sie hier in Wirklichkeit sehen, ist eine echte forstwirtschaftliche Katastrophe. Und zwar nicht von der Natur oder vom Sturm oder von Käfern, sondern von Förstern veranstaltet. Wenn wir uns fragen, wie kann es dazu kommen, dass Förster solche Fehler machen, wie hier geschehen sind, dann gibt es dazu nur eine Antwort. Und um die geht es mir auf meinem Dauerwaldkanal. Es ist das falsche waldbauliche Betriebsmodell. Das heißt, sie
lernen den Altersklassenwald. Sie haben nichts anderes gelernt als die Wälder, die aus gleich alten Bäumen aufgebaut sind. Denn man darf nicht vergessen, die Forstwirtschaft entstand auf der Kahlfläche und lernte gewissermaßen mit dem Anpflanzen gleich alter Wälder ihre handwerkliche Kunst. Und dieser Altersklassenwald ist nichts anderes als eine horizontale Auseinanderziehung der Altersklassen der Bäume. Aber so wachsen ja Bäume von Natur aus nicht. Und wir müssen uns fragen, wo ist das natürliche Waldgefüge? Denn Bäume wachsen nicht so wie die Würfel, die die Kinder auseinandernehmen im Kindergarten, sondern sie wachsen gewissermaßen ineinander verschränkt, so wie ein 3- oder 4-jähriges Kind, wie selbstverständlich die Würfel, nachdem es sie auseinandergezogen hat, auch wieder zusammensetzt. Das ist die große Herausforderung der Überführung zum Dauerwald, nämlich zu einem vielschichtigen Wald zurückzukommen, der dann aus der horizontalen Entflechtung der Holzerzeugung einen vertikalen, ortsfesten Holzerzeugungszyklus aufbaut. Das ist das Ziel des Dauerwaldes, um das es uns hier auf unserer YouTube-Seite geht. Ja, wir sind am Ende unseres Waldspaziergangs durch einen vermeintlich naturreichen Wald. Aber, das kann ich Ihnen, habe ich Ihnen hoffentlich gezeigt, ein Wald, der durch die Forstwirtschaft eher gefährdet als gestützt wird. Ein Wald, der wie hier an dem Schild unserem Ausgangspunkt PEFC zertifiziert ist, also nachhaltig bewirtschaftet sein soll. Doch was wir gesehen haben, ist nichts anderes als eine moderne Form der Waldzerstörung. Weltweit werden bewirtschaftete Wälder zugrunde gerichtet. Das heißt also, die Forstwirtschaft, die sogenannte konventionelle Forstwirtschaft, wie sie in Deutschland vor 300 Jahren begonnen wurde zu entwickeln und sich weltweit ausgebreitet hat, die leistet nicht das, was sie verspricht, nämlich ökologisch und biologisch nachhaltig zu sein. Sie hat lediglich die Holzerzeugung nachhaltig organisiert, mehr nicht. Und wenn wir jetzt uns das PEFC nochmal vor Augen führen, was ist da nicht alles erwünscht? Aber Sie hören schon, nur erwünscht. Es ist schwammig ausgedrückt. Da sollen keine Kahlschläge grundsätzlich mehr gemacht werden. Wir haben gerade eben einen Kahlschlag gesehen. Da sollen die Böden geschont werden. Wo bleibt der Bodenschutz, wenn 20% des Waldbodens verdichtet werden? Wo bleibt der Artenschutz, wenn zum Beispiel jeder tote Baum entfernt wird? Ja, es zeigt nichts mehr, als dass die nachhaltige Forstwirtschaft in Deutschland ein großer ökologisch-biologischer Betrug ist. Unsere Waldkatastrophen sind alle hausgemacht. Das heißt, auch der Klimawandel, an den der Wald sich jetzt anpassen soll, fordert lediglich seine systemische Fähigkeit zu resilientem Wuchs heraus. Und Resilienz, nämlich Elastizität, sich an die Umweltbedingungen anzupassen, hat dieser Wald nicht mehr. Das ist das Ziel dieser Dauerwaldseite, Ihnen zu zeigen, wie man aus Altersklassenwäldern resiliente, dynamisch stabile Wälder aufbaut, nämlich Dauerwälder. Und lassen Sie uns ganz zum Schluss noch einen ganz traurigen Gedanken bewegen. Die Esche ist in der nordgermanischen Sage der Edda der Weltenbaum, also der Baum, der die Gestirne stützt und der den Lebensraum der Menschen vorgibt. Und wenn wir jetzt neben der Esche auch noch die Ulme heranziehen, die bereits aus unseren Wäldern durch ebenfalls eine eingetragene Krankheit verschwunden ist, dann macht es uns eigentlich nachdenklich, dass in der Edda die Menschen ausgerechnet von Ulme und Esche abstammen. Und gibt uns das vielleicht zu denken, dass beide Bäume heute im Grunde genommen bedroht sind, auszusterben?